So, jetzt aber. Ja, ihr kennt es eben vielleicht, vielleicht auch nicht. Ihr habt vielleicht gerade einen schlechten Tag oder ihr seid auf ein Thema nicht gut zu sprechen gerade, aber ihr seid auf Social Media unterwegs. Und auf vielen Social Media Plattformen kann man eben nicht einstellen, welches Thema man gerade jetzt sehen möchte oder eher lieber ausblenden möchte. Und unter anderem für solche Fälle schlägt unser Projekt Auto Content Warning ein, das von Frieda, Leafy, Tanmai und mir, Mitya, programmiert wurde. Und ja. Das Problem: Viele Users oder Plattformen warnen einen vorher nicht, wenn bei sensiblen Themen, zum Beispiel bei Twitter oder Reddit, gibt es keine Content Warnings. Und für viele Users sind Themen wie Politik, Pandemie und so weiter triggernde Themen. Und das wollen wir mit Automated Content Warning jetzt lösen. Also die ganze Idee dahinter ist, dass man eine Browser-Extension, die automatisch Content Warnings generiert und anfangs wird sie für die Plattform Reddit verfügbar sein und danach auch noch für weitere Plattformen. Genau, das Frontend. Das Frontend ist ein Add-on, welches in zwei Teile aufgeteilt ist. Einmal einer Konfiguration. So könnte sie zum Beispiel aussehen. Ja, ich habe heute keinen Bock auf Schule, weil ich morgen noch eine Präsentation halten muss, wofür ich noch gar nichts gemacht habe. Deswegen Schule erstmal ausblenden. Aber ich will Katzenmemes sehen. Und gerade habe ich auch keinen Bock mehr auf die Pandemie. Genau. Und der zweite Teil ist das, was auf der Website angewandt wird, also was man dann sieht, zum Beispiel dass die ausgeblendeten Inhalte. Kommen wir zum Backend. Das Backend ist eigentlich ein kleiner Flask-Server, das ist so ein Framework. Das Add-on im Browser lädt die Topics vom Flask-Server. Dieser kriegt eben diese Anfrage vom Add-on. Außerdem kann das Add-on eben auch noch eine Anfrage an den Flask-Server schicken mit dem Content aus dem Beitrag. Und in dem Server wird dann eben evaluiert, sag ich mal, ob der Content, welches Thema zu dem Content gehört. Und das wird dann wieder eben ans Add-on geschickt und dann wird es eben angezeigt oder verwischt. Genau, jetzt gibt es eine Live-Demo. Genau, ich bin jetzt auf Reddit, guck mir jetzt zum Beispiel die Katzenmemes mal wieder an und habe jetzt bestimmte Sachen mit schlechtem Mut, also schlecht. Negative Katzenmemes habe ich gerade keinen Bock drauf und habe jetzt den Filter aktiviert. Dann lade ich die Website, die wird geblurrt, sodass das Add-on die Inhalte erstmal sortieren kann und einordnen kann und genau. Dann sieht man das wie hier, das wird erstmal mit einer Content Warning ausgestattet. Coming soon bedeutet jetzt das Topic, was es jetzt wäre für eine Content Warning. Und jetzt möchte ich es mir trotzdem angucken und klickt einmal drauf und sehe, oh, cute, eine Katze. Genau, zur Konfiguration. Man kann hier an der Seite oben klicken und jetzt zum Beispiel Tiere aktivieren und Essen aus. Genau. Weiter zur Präsentation. Ausblick weiter. Gut,
Genau, wir sind gerade noch nicht fertig geworden mit der funktionierenden Kommunikation zwischen Server und Add-on. Das heißt, daran müsste weiterentwickelt werden. Dann beim Design wird es auch noch nicht hundertprozentig schön angezeigt. Da wären auch noch Bearbeitungen nötig. Genau, dann gibt es das Plugin bis jetzt nur für Reddit. Und natürlich wollen wir es nicht nur für Reddit haben, sondern auch für andere Plattformen wie Twitter und so weiter. Das heißt, das müssten wir auch noch bearbeiten. Genau, und dann hatten wir noch die Idee, dass man zum Beispiel, wenn man nur zum Beispiel bei Katzen-Memes nur positive Katzen-Memes sehen möchte und keine negativen, dass es dann noch eine Bewertung gibt, die sagt, ja, das ist positiv, das ist negativ oder das ist neutral. Und dann gibt es natürlich auch Memes, die haben nur Bild und keinen Text. Das heißt, wir bräuchten auch noch eine Bildanalyse, welche sagt, zu welchem Topic das Bild gehört. Schließlich richten wir uns einen Dank an unsere Mentees, DD2, Felix und Margau und auch an das Jugendhackt-Orga-Team und an alle weiteren anderen für das tolle Event. Ja, vielen Dank. Gerade noch eine Frage. Die Sachen, also man könnte das beliebig auf andere Webseiten dann erweitern. So ist der Plan, ne? Ah, sehr gut, das brauche ich für Twitter. Dankeschön. ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Präsentation. Ja, ja. Achso.